Ach, die Dinger lauern hier. Ja, das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen vorsichtiger sein. So, ein bisschen Moon mitgenommen. Was sagt denn das Journal? Das Journal sagt geradeaus, aber da hinten könnte sich vielleicht noch ein bisschen Moon befinden. Aber wozu habe ich denn ein Wurfmesserchen? Erwischt. Die Sau. Jetzt bin ich ein bisschen leiser unterwegs. Oh, da vorne. Oh, den haben sie mal direkt das Bein abgebissen. Ja, sieht ja auch alles ordentlich blutig aus. Ja, die hatten nicht unbedingt Spaß gehabt hier, die Freunde. Wow! Boah, die kommen ja hier in Scharen. Die neue Generation oder was ist das? Sie kommen aus den Zwischenwänden. Eine kleine Puppe. Wow! Wow, 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 wow. Ach toll, die Knarre ist jetzt leer. Wow. Okay. Okay, okay, ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Oh Gott, ist das hier die Bibel? Ich glaube sogar, ich bin hier gar nicht mal so falsch, oder? Ich weiß es nicht. Wurfmesser, aber ich kann sie nicht... Ah, ich hätte noch mein Wurfmesser zurückholen sollen. Ist was in den Schränken drin? Nein. WTF! Boah. Die kommen aber auch aus dem Nichts angeflitzt, die Dinger, ey. Dann sind wir jetzt mal ein bisschen schneller unterwegs. In den Arsch geschossen! Wir sollten auch auf alle Fälle mal... Wieso kann ich jetzt hier keine Heilung nehmen? Hm, ich kann keine Heilung benutzen. Oder heißt das, dass ich schon voll bin? Also, dass ich voll geheilt bin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht hier gerade echt alles den Bach herunter. So. Hier müssen wir den Thermoon. Ach, guck mal hier. Bücher und Zeitschriften. Ja, wahrscheinlich deswegen gerade auch der Moralpunkt. Okay, gut. Ein Schlaf- und Wohnbereich hier oben. Ja, da vorne liegt noch mal ein bisschen Militär-Moon. Military-Moon. Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Wieso? Ach, hier oben lang, oder? Nee, da waren wir ja gerade. Das Journal sagt, wir müssen weiter in diese Richtung. Aber wie?
Gibt es hier einen Durchgang, den ich gerade übersehen habe? Also Journal sagt, da lang. Ach, vielleicht da hinten durch. Ah, okay. Bedeutet, wir gucken jetzt, ob wir hier irgendwo nochmal hinein können. Noch den Aufgang hier oben. Oder war ich ja schon? Nee, hier war ich noch nicht. Ja, jetzt kann ich mal die Heilung benutzen. Das mache ich, weil hier unten gibt es nämlich neue. Und hier gibt es auch nochmal einen Moralpunkt. Aber für was? Für Farbe an der Wand? Okay, ich glaube, wir sind jetzt eigentlich auf einem recht guten Stand. Wir können jetzt hier vorne weitergehen. Vorher nochmal die Kisten kontrollieren. Haben wir hier nochmal etwas Zertrümmertes. Ah, hier noch ein bisschen Ausrüstung. Nicht vergessen. Oh mein Gott, hat es den armen Kerl erwischt. Oh oh. Gasmaske auf. Ja, ich habe leider nicht so viel Power auf der Gasmaske, deswegen muss ich mich beeilen. Ah, da vorne lang. Okay, gut, wir müssen jetzt... Bist du ein blindes Huhn? Von wo denn, bitteschön? Wuhu! Drop the beat. Ah, ich glaube, das ist dann, ja, das örtliche Klo hier. Haben die den Schädel gespalten? Oh mein Gott. Ich kann es nur mal wieder sagen, die armen Kerle hier. So, hier noch ein Schlafsaal. Alles schön ablaufen. Denn hier kriegen wir ganz viel Munition her. Ja, ganz viel ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall gibt es hier ein bisschen Ausrüstung. Und auf jeden Fall wird noch mindestens ein großer Kampf kommen, denn ja, das Spiel hat, glaube ich, noch ein Kapitel oder so. Also fünf Kapitel gibt es, sind jetzt gerade am Ende vom vierten. Gut, ich glaube, jetzt sind wir mal langsam so gut dabei, dass wir jetzt uns mal zur Funkerstation begeben können, um unseren Auftrag zu erfüllen, den wir ja vom Kommandanten bekommen haben, nämlich die Nachricht senden an die Polis. So, okay, hier vorne geht es wieder rein in die Tunnel. Okay, ich höre ein Kind weinen.
Kleine Puppe. Okay, was passiert jetzt? Kind. Ich machte mir Sorgen, dass die Messestation, meine Heimat, das Schicksal der Lochstation teilen würde. Aber mitten in diesem Albtraum traf ich einen jungen Überlebenden, der sehr tapfer und gesprächig war. Einen jungen Überlebenden, tapfer und gesprächig, da bin ich jetzt aber mal gespannt, wer da gleich auf uns wartet. Ja, ich drücke eine Taste und fahre fort. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf, wir werden gefressen. Bitte, wach auf, warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Alles klar. Ja, das ging ja jetzt fix. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Das glaube ich dir. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ich bin zwar nicht so stark wie dein Onkel, aber ich kann verdammt gut schießen. Und fuck yeah, da tropft ja noch das Blut aus dem Nosalis. Ich hoffe, der wacht nicht gleich auf und springt uns an. Ja, sehr interessant, jetzt wo wir den Jungen auf dem Rücken haben, ist auch wirklich das Movement anders. Also es ist ein bisschen schwerfälliger. Also da haben sich die Entwickler sehr viel Mühe gegeben. Also ich gucke jetzt, ob ich hier noch irgendwas klauen kann. Ja, so. Ansonsten sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Von hierher kommen wir ja. Ja. Ja, aus euren Kommentaren entnehme ich, dass ich es ein bisschen verkackt habe in den letzten Parts, denn ich habe wieder mal vergessen, die Nachrichten mitzunehmen. Denn die hat er mir nicht gegeben, sondern sie einfach nur neben sich gelegt und deswegen, ja, kann ich nicht nach oben zum Funkgerät. Naja, oder vielleicht doch noch. Auf jeden Fall soll dann die Szene irgendwie verändert sein. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, aber vorher pumpe ich hier noch eine Runde. So. Immer, ja, mal gespannt, inwiefern der Junge jetzt kein Hindernis für uns sein wird. Aber wir nehmen ihn auf alle Fälle mit. So, dann blinkt hier irgendwas, oder? Kann man was aufmachen? Nee. Hier vielleicht noch irgendwas drin. Nee, da ist auch nichts drin. Und hier. Nee, alles leer hier, alles leer. Hier noch ein paar Aktenordner. Naja, was auch immer auch davon übrig blieb. Und ansonsten können wir jetzt hier vorne nur durch die Tür durchgehen. Ja, okay, hier haben überall Dinosaurier gewütet, ne? Wir sehen hier frisches Blut. Gleich mal die Knarre ein bisschen nachladen. Generell mal alle Waffen aufladen. So, ich müsste demnächst echt mal an oder in ja, die Nähe einer Station kommen. Am besten in eine Station hinein, dass wir ja nämlich noch unseren Munitionsbestand, unserem Vorrat an Munition aufladen können. So, jetzt hier noch ein bisschen rumgeräubert. Gut. Dann sind wir jetzt ganz leise und vorsichtig. Oh oh. Da! Ja, ich sehe das schon. Was ist das da hinten? Ist ja ein gleißendes Licht! Oh mein Gott! Mensch, das läuft jetzt gar nicht so gut hier. Verdammt, ich dachte, ich kann hier nur mit dem Messer ein bisschen erledigen, um Munition zu sparen. Da schieße ich in das Schwein hinein. Kommt da schon der Nächste an. Der verkriecht sich da hinten wieder. Wir müssen auf alle Fälle hier weiter und nicht in die Löcher reinplumpsen. Da ist noch einer. Ich glaube, hier nähert sich gleich etwas viel Größeres, Böseres. Boah. Okay. Ja, falsche Knarre. Die wollte ich haben, genau.
Boah, ein bisschen ein auf dem Pelz brennen. Aber mich würde echt mal interessieren, was dieses Leuchten da hinten ist. So. Gut. Ach, hier lang. Noch ein bisschen Moon mitnehmen.